herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel am Samstag beim ersten FC Heidenheim. Anstoß in Heidenheim, wie schon am letzten Wochenende um 13.30 Uhr. Pressekonferenz heute in kleiner Besetzung mit unserem Trainer Rico Schmidt. Rico, die erste Frage, der sportliche Klassenerhalt geschafft nach dem letzten Wochenende und trotzdem geht es jetzt gerade am Samstag für den Gegner, für Heidenheim, noch um viel. Was erwartest du von der eigenen Mannschaft in diesem Spiel? Bevor wir zur eigenen Mannschaft kommen, möchte ich mal einen Schwenk machen zu unserem Gegner, zum ersten FC Heidenheim. Heidenheim steht für was nicht so häufig im Fußball stattfindet. Ein Beispiel ist einfach Braunschweig, wo sehr erfolgreich über die Jahre gearbeitet worden ist, in Ruhe gearbeitet worden ist und man auch die Verantwortlichen die Ruhe auch gegeben hat und die Zeit gegeben hat. Und so ist es in Heidenheim auch. Ja. Ein Kollege Schmidt hat in den letzten vier Jahren, seit 2009, sind sie in der dritten Liga zu Hause, praktisch Dauergast, Jahr für Jahr in ein Top-Team geformt. Jedes Jahr um die Spitze mitgespielt. Jetzt haben sie, sind sie ganz, ganz nah dran. Sie tun das ja ganz normal, das würde ich ja auch nicht anders tun. Das ist ihr wichtigstes Spiel seit ganz, ganz vielen Jahren für den Verein jetzt am Samstag. Ganz, ganz viele Spieler spielen noch in der Mannschaft, die 2009 mit dem ersten FC Heidenheim aufgestiegen sind in die dritte Bundesliga. Und da sind die Vorzeichen ganz klar so gestellt, dass mit ihrer brutalen Offensive, ihren 69 Toren, das ist Ligaspitze, ihren ganz starken Standards, die sie spielen, in der Breite, die man selten sieht, auch in der dritten Bundesliga, von den Spielern her, wie viele sich in die Torschützenliste eingetragen haben, aber auch von der Kompaktheit her, da hat der Kollege Schmidt ganze Arbeit geleistet. Ich habe es eigentlich ganz, ganz vorne erwartet, dass sie das direkt lernen mit dem Kader, mit dem Aufgebot, mit der Mannschaft, mit Klasse Einzelspielern, dass sie jetzt nochmal schwitzen müssen. Dafür sind natürlich auch andere Mannschaften verantwortlich. Mit 71 Punkten wärst du vor ein, zwei Jahren direkt aufgestiegen. Dieses Jahr zeigt ja auch, dass in der Folge der Liga, dass ich da um die Relegation bangen muss. Und da geht Heidenheim natürlich ganz klar als Favorit in das Spiel. Mit dem Heimvorteil, mit den gesagten Dingen. Wir kennen uns auch mit den Drücken aus. Das haben wir in den letzten Wochen gespürt. Das hat meine Mannschaft überragend hinbekommen. Und dass natürlich die Heidenheimer jetzt genauso den Druck haben wie die anderen in die positive Richtung, aber auch eine Versagensangst. Was ist, wenn? Was ist, wenn ich in Rückstand gerade? Was ist, wenn in der 90. Minute es nur Remis steht? Wie steht es auf den anderen Plätzen? Also das sind Dinge, die wir auch jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch selber hier und dort versucht haben, noch aus den Köpfen rauszubekommen. Das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Mein Team um mich herum, meine Kollegen. Und ähnlich verhält sich das jetzt auch mit den Heidenheimern. Und da freuen wir uns natürlich auf das Spiel. Dass wir nochmal so zum Schluss jetzt nicht ein Spiel haben, wo es treffen sich zwei Mannschaften, sondern hier geht es nochmal um richtig viel. Für den Gastgeber, 1. FC Heidenheim, vor ausverkauften Hausen. Das ist ein richtig geiles Spiel nochmal. Es ist ein Endspiel, das wollte mein Kollege Schmidt mit dem vor dem Spiel Saarbrücken. Er wollte ein Endspiel gegen Offenbach, jetzt bekommt er es, das hat er sich auch verdient. Und jetzt müssen sich aber die Heidenheimer nochmal richtig lang strecken. Und wenn sie das schaffen, wenn sie das gewinnen, dann haben sie auch verdient, die Relegation zu spielen. Wenn sie es nicht hinbekommen, dann wird es ja kompliziert. Und da sind wir bei meiner Mannschaft. Wir haben uns so eingestellt, dass wir auch das letzte Spiel positiv gestalten wollen. Das heißt, wir sind ganz normal am Dienstag ins Training eingestiegen. Nehmen das auch sehr ernst. Das spüre ich auch in der Mannschaft. Das ist nach so einer emotionalen Ausbruch wie am Samstag hier vor heimischem Publikum, hat das für uns das Sensationelle geschafft. Die Jungs
haben auch dann mal richtig Gas gegeben, aber seit Dienstag sind wir wieder im Training und da wird sehr konzentriert gearbeitet. Wir hatten ein paar Probespieler dabei, ein paar, schon eine ganze Menge an Spielern, die hier sich gezeigt haben. Das hat meine Mannschaft auch professionell und sensationell hinbekommen, damit umzugehen. Jetzt, ab heute, liegt der Fokus auf das Spiel am Samstag. Und da wollen wir es den Heidenheimern so schwer wie möglich machen. Und das ist die Botschaft, die ich der Mannschaft mitgebe. Ich habe im Februar, wo ich begonnen habe mit hier meiner Arbeit, nochmal als Weitblickziel 45 Punkte ausgegeben. Das habe ich dann zwischenzeitlich mal nicht weggeräumt, aber erstmal zur Seite gelegt, weil das ganz, ganz weit weg war. Und jetzt haben wir nochmal die Chance, an die 45 Punkte reinzukommen. Also wir haben sportlich 43 Punkte und mit einem Auswärtssieg, und auswärts tun wir uns im Moment auch, fühlen wir uns sehr, sehr wohl in den letzten Spielen. Da hat die Mannschaft auch gerade in der Ordnung, in der Disziplin, in der Zweikampfführung richtig gut gearbeitet. Und das wollen wir für uns nutzen. Wissentlich, das weiß natürlich auch unser Gegner, dass wir ja, mit einem Aufgebot nach Heidenheim fahren. Wir fahren auch erst am Samstag nach Heidenheim. Das aber, hat aber nichts damit zu tun, dass wir den Gegner unterschätzen. Das geht sich auch an die Konkurrenz weiter, die sicherlich jetzt auch auf unseren Heidenheim schauen. Die Heidenheimer Konkurrenz, das hat was mit den wirtschaftlichen Zwängen zu tun. Weil jetzt haben wir eine Situation, wo wir das für uns sportlich geschafft haben. Und da nochmal eine Hotelübernachtung. In den Zwängen, in denen wir uns befinden, da tut jeder Euro, den wir da nicht ausgeben müssen, unbedingt gut für das wirtschaftliche Sanierungskonzept. Deswegen habe ich mich dann schlussendlich entschieden, mit dem Geschäftsführer, dem Herrn Fischer und Manfred Bender, dass wir das am Samstag gestalten. Und da in der Erfahrung, ich habe es jetzt so noch nicht erlebt, aber in der Erfahrung, auch mit dem Reinhören in die Mannschaft, haben sie das schon des Öfteren erlebt. Ich denke so an Regensburg zum Beispiel, wo man auch dann nach auswärts an den gleichen Tag gefahren ist und ausgestiegen ist, gespielt, gepunktet und wieder nach Hause gefahren ist. Da liegt natürlich jetzt irgendwo auch der Wunsch und die Hoffnung begründet, aber wir wissen auch, dass wir uns am Samstag nochmal enorm strecken müssen. Mit dem Aufgebot, was zur Verfügung steht, wir reden über 8 verletzte Spieler, plus unser gestandenen Kapitän Matthias Fetsch. Die Mannschaft stellt sich in einer gewissen Weise nicht selbst auf. Natürlich, der Fokus liegt schon auch auf das Gegnerspiel. Wer kann auch in so einer hitzigen Atmosphäre, wo mit Sicherheit auch die Heidenheimer von Beginn an dort Ton angeben werden, die wollen uns unseren Wind knacken, die wollen am Anfang ein Tor schießen, dann sind sie schon ganz weit. Wer schafft das in so einem Umfeld? Da schauen wir mal rein in unsere Mannschaft und bin überzeugt, dass wir das hinkriegen. Dass wir ein gutes Spiel machen werden. Das ist nochmal ein Highlight für alle Beteiligten. Von Offenbacher Seite her, für den Spieler an sich, vor toller Kulisse zu spielen, gegen eine Top-Mannschaft der dritten Liga auch zu sehen. Weil wir auch den einen oder anderen Spieler noch sehen, wo geht die Reise hin. Ist er stabil, auch für die nächsten anstehenden Aufgaben in der neuen Saison hier bei uns, bei den Kickers. Und da kommt das Spiel gerade richtig. Wir werden eins noch tun, dass wir, hatten wir schon am Dienstag organisiert, heute werden die auch die Jungs dabei sein von der U19. Das ist ja auch ein Zeichen, wo die Richtung, wo es hingehen kann. Mit den Kickers, dass wir den einen oder anderen 19-Spieler heute auch im Training haben, wie am Dienstag. Und vielleicht werden wir auch einen mitnehmen am Samstag nach Heidenheim, um einfach zum einen die guten Leistungen zu honorieren. Die Jungs von der U19, Michael Hartmann, sind wieder an der Tabellenspitze der U19. Das ist überragend, freue ich mich. Und so wie es im Moment aussieht, werden sie dann die Relegationsspieler machen. Unsere U17 ist auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Unsere U15 ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Also die Nachwuchsarbeit ist gut aufgestellt und da wollen wir am Samstag mit unserer jungen Mannschaft, mit einer sehr jungen Mannschaft, da auch zeigen, dass
in der dritten Bundesliga wie bestehen könnt. Danke. Danke, Rico. Gibt es Fragen? Es war von 8 verletzten Spielern jetzt die Rede. Das heißt, zuletzt war ja immer noch fraglich die Personalien Stein, ja. Bender, Givniel. Wie sieht es bei den Teilen? Also sieht so aus. Gehen wir es mal von daher nach, so wie ich das mitgenommen habe. Also Markus Susterer ist im Reha-Bereich, hat die nächsten Schritte gemacht, hat die Schiene abgelegt, kann sich jetzt wieder relativ normal bewegen, macht dieses sehr intensiv, ist auch ein Profi durch und durch. Zweite Halbzeit. Bitte? Zweite Halbzeit. Verletzt. Wobei da jetzt abzusehen ist, oder nicht abzusehehen ist, wo das in die Reise hingeht. Ja. Dann haben wir den Theo Vogelsang verletzt. Auch die Operation gehabt. Auch in der Reha unterwegs. Schiene abgelegt. Auch da, je nachdem wie die Heilungsverläufe sind, ist er dort aktiv am Geschehen dran. Dann haben wir unseren Kai Hesse, der letzte Woche am Samstag, auch dem das, wie allen anderen auch, das Herz geblutet hat, nicht auf dem Platz zu stehen zu können, ist den Umständen entsprechend auch auf einem guten Weg nach seiner OP. Dann haben wir den Serb Beetsch, der mit Sicherheit auch nochmal gerne zum Abschluss jetzt hier mit seinen 38 Jahren, eigentlich ist er gefühlt 33 oder sogar 30, sportlich dabei sein wollen. Da sieht es aber sehr positiv aus, dass er zumindest gesundet, positiv gesundet. Dann haben wir den Julius Reinhardt, Stammspieler, alles, wir reden ja über Stammspieler hier im Moment, der mittlerweile wieder relativ normal laufen kann, gehen kann, aufgrund seiner Problematik, an der Muskelproblematik, Sehnenabriss und seinem Schienbein. Dann haben wir den Marc Stein, der zumindest heute wieder laufen kann, aber da ist auch da eine ganz klare Absprache mit der medizinischen Abteilung, dass wir das Risiko, das ist einfach zu groß, dass in so einem, auch in einer extremen Anspannung, in so einem Spiel, wo es um ganz, ganz viel noch geht, auch gerade beim Gegner, aber auch für uns, dass wir ihn dort reinwerfen, dass wir da safe bleiben, also sicher bleiben, auch für den Sportler. Dann haben wir noch den Stefan Klein-Heißmann, der jetzt gestern operiert worden ist, diesen Eingriff machen lassen hat. Das ist positiv verlaufen, wird aber nicht spielen können. Liegt noch im Krankenhaus. Und dann haben wir noch einen Stefan Vogler, der sich leider am Samstag am Knie verletzt hat. Da steht nochmal eine ganz, ganz genaue Diagnose aus, weil da die medizinische Abteilung nochmal müssen nochmal die Bilder auch entsprechend auswerten über die Schwere der Verletzung. Das ist auf jeden Fall eine Knieverletzung. Wird uns nicht zur Verfügung stehen. Und dann haben wir auch Matthias Wetsch, der gerne spielen würde und leider der Schiedsrichter nicht ganz so das Fingerspitzengefühl gezeigt hat. Sind 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Verletzte und eingesperrt. Ach so. Genau. Und Lars Bender, das war noch. Also dann kam noch Lars Bender und Daniel Schiebetel. Ja. Die sind jetzt wieder voll dabei. Der Lars hat trainiert diese Woche, gut trainiert. Ist spielfähig und Schiebedel kann auch spielen. Der Daniel hat ja ein tolles Spiel gemacht am Samstag gegen Wiesbaden und da stehen die Zeichen auf grün. So sieht's aus. Gibt's noch Fragen? Vielleicht nochmal ein Satz zum großen Casting der letzten 2 Tage. Ja, ich hatte es ja schon kurz angedeutet, es ist ja nicht einfach für eine Mannschaft, wo selber der eine oder andere nicht weiß, wo die Reise hingeht, dass ich das so, natürlich kann man auch sagen, das ist Profi und die haben doch mit dem Vertrag und so weiter. Aber trotzdem ist es eine Situation, die manchmal unangenehm ist. Dann haben wir ja noch 14 Spieler gehabt, die, wenn man das wieder umkehrt, jeder kann ja mal in die Situation kommen, Probetraining zu machen, das sind auch wiederum, das ist nicht so einfach. Dann in drei Tagen nun alles rauszuholen. Jeder Einzelne, den wir uns angeguckt haben, in ganz vielen Spielformen, in einer kleinen Testbatterie, haben wir gesehen, die können Fußball spielen. Jetzt liegt es in der internen Bewertung, ob das dann schlussendlich für uns so reicht, was wir wollen in der dritten Bundesliga. Es waren jetzt alles unterklassige Spieler aus unterklassigen Vereinen.
zweiten Mannschaften oder Regionalliga-Vereinen oder aus dem näheren Ausland. Und da muss man einfach dann ganz nüchtern auch das betrachten. Natürlich bei dem einen oder anderen ist eine Fantasie da, aber wie weit reicht die Fantasie? Weil am 20. Juli geht es sportlich wieder los und dann fragt keiner, ob der Fantasie hat oder nicht. Dann geht es um wieder Punkte und da ist das jetzt intern zu bewerten. Der eine oder andere hat sich dort auch sehr ordentlich aus der Affäre gezogen, wie eben auch meine Mannschaft. Das muss ich auch nochmal ganz deutlich auch betonen, dass sie das in so einer Situation, ja, 14 da nochmal mit zu verdrücken oder mit reinzuholen in das Boot, ist nicht einfach. Das haben sie auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Keine Verletzten, auch von den Probespielern, dass da keiner verletzt raus ist aus der Sache. Und jeder konnte sich zeigen und das werden wir jetzt bewerten. Gerade nochmal, dann doch nochmal zurück zum Heidenheim-Spiel, weil es ja hieß, man wird vielleicht einen von der U19 zumindest einen Kader nehmen und man soll so ein bisschen auch sehen, wohin die Reise in Zukunft geht. Ja. Wie realistisch ist es denn, sag ich mal, dass das jetzt von der jüngeren Garde vielleicht dann sogar der ein oder andere direkt anfängt? Mosch vielleicht, Meier mal, dass man den mal vielleicht ein bisschen sieht, ist das... Ja, realistisch oder... Ja, wir haben ja jetzt schon mal auch letzte Woche ganz schön viel Risiko gegangen, in den Wochen zuvor. Also Risiko, das zeigt ja, ich bleibe dabei, das ist meine persönliche Einschätzung, die Mannschaft hat richtig Potenzial. Ja, sie wird sicherlich wird schwer, die so weit zusammenzuhalten. Und wir haben da eins gemacht, auch mit dem Sascha Kurt zum Beispiel, der letzte Woche mit der Mannschaft gemeinsam ein Riesenspiel gemacht hat, oder Daniel Chibinel, dass ich da jetzt über die Wochen und Monate auch für mich selber auch als Trainer in der Trainingsarbeit, und Daniel musste lange warten. Aber schlussendlich ist dann auch immer so ein Grundvertrauen, was man dann entwickelt, auch als Trainer zu sagen, der schafft das jetzt. Und der kriegt das Vertrauen. Da gibt es auch, nee, da baue ich den da drüber und da baue ich das und dann machen wir das und dieses und jedes, sondern der spielt das und das spielt er gut. Auch wenn es vielleicht mal kompliziert ist. Und da haben wir ja schon mal zwei, der Marcel Mosch war ja schon mal dabei. Stefano Meier ist sicherlich ein Spieler, der jetzt ganz, ganz lange gewartet hat. Ob ich sage, er für die Anfangsformation gegen Schnatterer, Turk, Niederlechner, Spann ist verletzt, Strauß, Baggetti und. Ob wir das in der Weise dann absolut riskieren, da muss ich nochmal eine Nacht schlafen. Weil wollen sie auch nicht verheizen. Also verheizt im Sinne von, wir wollen mit einem guten Gefühl aus dem Match rausgehen, möglichst mit einem Punktgewinn. Und dann gilt es eben jetzt, das so hinzusortieren. Dass die Wahrscheinlichkeit ein Stück steigt, ohne dass jetzt wieder, ja, das ist auch eine gute Wahrscheinlichkeit, den Stefano Meier mit dem Marcel Stadl oder Jan Weißhausen im Unverteidiger spielen zu lassen, oder mit dem Felder, mit Nikolas. So eine Position. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich noch mitteilen, dass unser gesperrter Kapitän Matthias Fetsch am Samstag Teile des Spiels im Fanradio kommentieren wird. Und auch das ist sicherlich eine ganz spannende Geschichte. Danke für die Aufmerksamkeit. Okay.